Nein, gibt's nichts zum Sagen. Motorcycle Cannonball 2014, der siebte Tag und Halbzeit. Fast 3000 Kilometer haben wir gefahren. Der Andi und ich, heute Morgen, als wir losgefahren sind. Wo sind wir denn eigentlich losgefahren heute Morgen? Wir wissen manchmal gar nicht mehr, welcher Tag es ist und wo wir losgefahren sind. Wir wissen eigentlich nur, wo wir hinfahren. Heute sind wir in Junction City, Kansas. Fast 3000 Kilometer, habe ich schon gesagt. Und wir sind heute Morgen losgefahren bei ungefähr 10, 12 Grad Celsius. Es war neblig, es war nass. Wir haben uns die Finger abgefroren. Alle Teilnehmer haben gefroren wie die Schneide, aber es war scheißegal. Wir haben es gemacht. Wir sind den ganzen Tag super durchgefroren. Jetzt haben wir ungefähr 15 Grad. Und ich erinnere mich, vor 2, 3 Tagen gab es noch Leute, die haben gesagt, ihr werdet euch danach sehnen, dass ihr eure 45 Grad aus Florida wieder habt, wo wir gesagt haben, boah, heiß, das heiß. Genau so ist es. Aber egal, wir sind glücklich, wir haben es gemacht. Ich bin in meiner Klasse auf Platz 1. Gesamtwertung wissen wir nicht. Andi bei dir in der Klasse 3. Der Andi ist Dritter in der Klasse 3. Also wir liegen richtig weit vorne, Leute. Und das ist einfach nur geil. Morgen haben wir Rest Day und morgen werden wir die Kisten auseinandernehmen, Reifen wechseln, etc. Und dann werden wir euch morgen noch ein neues Video schicken. Also, Thumbs up, Andy, we made it!